Hallo und herzlich willkommen zum Wohlfühlgewicht-Podcast, deinem Podcast fürs Wohlfühlen, Wohlfühlgewicht und für die Selbstliebe. Ich bin's wieder, deine Mareike, und in meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema abendlicher Heißhunger sprechen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, woher dieser abendliche Heißhunger kommen kann, was die Ursachen sind, wie du diese Ursachen direkt vermeiden kannst und was du machen kannst, wenn du dann tatsächlich in der Situation bist, dass du am Abend Heißhunger hast, um nicht mehr darauf reagieren zu müssen. Und das Ziel dieser Podcast-Folge ist, dass ich dir alles an die Hand gebe, damit du langfristig ohne abendlichen Heißhunger leben kannst. Klingt es gut? Dann lass uns loslegen. Bevor wir loslegen, habe ich eine großartige Ankündigung für dich. Und zwar werde ich diese Woche Samstag um 10 Uhr ein kostenloses Live-Seminar für dein Sommerwohlfühlgewicht halten, bei dem du lernst, wie du mehr mit deinem Körper in Verbindung stehst, wie du dich wieder absolut wohlfühlst mit deinem Essverhalten, wie du es schaffen kannst, im Sommer nicht in diese alte Diätspirale rückfällig zu werden, wo es um den Bikini-Beach-Buddy geht und man am Ende doch immer wieder zunimmt und es doch nicht durchhalten kann, sondern wie du wirklich langfristige Erfolge für dich feierst, wie du dich absolut wohlfühlst und dich selber so richtig lieben lernst. Und dieses Seminar richtet sich an alle Menschen, die noch nicht in meinem Programm sind und an alle, die noch mal so richtig Lust haben, jetzt die Basics an die Hand zu bekommen, mit denen du Erfolge feiern kannst, die direkt ab dem Tag, wo das Webinar ist, loslegen wollen. Das heißt, wenn du direkt ab Samstag loslegen willst, den richtigen Weg für dich gehen willst, dann ist dieses Seminar genau das Richtige für dich. Und wir werden dort eine gemeinsame Mentalübung machen. Du wirst ganz, ganz viele kostenlose Tipps von mir bekommen. Wir werden über die Grundlagen sprechen, über die ganz wichtigen Dinge, die du beachten musst, wenn es darum geht, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, dich wohlzufühlen, dich selber zu lieben und eine langfristige Gewohnheitsumstellung einzustellen. Und wenn es auch darum geht, wie du es schaffst, dass dein Unterbewusstsein keinen Heißhunger mehr hat, passend zu der heutigen Folge, keinen Essensdrang mehr hat oder ähnliches. Und das Seminar findet diesen Samstag am 28. April statt. Es ist online, live um 10 Uhr. Ich werde es hier aus Düsseldorf halten und ich kann es nicht erwarten, dich dort zu begrüßen. Bei diesen Live-Seminaren ist immer wieder eine ganz besondere Stimmung und ich finde es einfach großartig, dort im direkten Austausch mit dir zu stehen, am Ende auch noch deine Fragen zu beantworten und. Und es wird natürlich mal wieder eine ganz besondere Überraschung geben in diesem Seminar. Anmelden kannst du dich ganz einfach unter www.mareikeawe.de/sommer. Also ganz einfach mareikeawe in einem Wort.de und dann /sommer, wie man es spricht, also der Sommer einfach. Und du solltest dich möglichst bald anmelden, damit du auch Bescheid bekommst, wenn es losgeht. Und nur wenn du dich anmeldest, dann bist du auch wirklich mit dabei. Und wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob die Uhrzeit dir passt, ob der Termin dir passt und so weiter, melde dich trotzdem an. Denn falls du nicht erscheinen solltest, versuchen wir, eine Aufzeichnung bereitzustellen, was ich nicht garantieren kann. Du solltest natürlich versuchen zu erscheinen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn du dich trotzdem anmeldest, dann können wir dich auch dann informieren, wenn du es doch aus irgendeinem Grund nicht schaffen solltest. Also ganz einfach www.mareikeawe.de/sommer. Am besten du machst das jetzt direkt. Du kannst dich auch vom Handy aus anmelden. Und ich kann es nicht erwarten, dich dann in diesem Seminar zu begrüßen und dir alles an die Hand zu geben, was du für deinen Wohlfühlsommer benötigst. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben und du dich hoffentlich schon direkt angemeldet hast, möchte ich mit dir über das Thema Heißhunger am Abend sprechen, beziehungsweise allgemein Essensgelüste am Abend. Einfach dieses Verlangen oder diese Lust, abends noch was zu naschen. Wer kennt es nicht? Man sitzt noch gemütlich auf der Couch und irgendwie kommen die Gedanken, die immer wieder zum Essen, zum Süßigkeiten-Schrank, zur Schokolade oder zu irgendwas Essbarem hinwandern. Und da möchte ich einfach mit dir heute drüber sprechen, wie du in Zukunft diese Situation ganz souverän und intuitiv für dich meistern kannst. Und ich selber kenne die Situation auch so gut. Ich finde, gerade am Abend lässt so diese Willenskraft und auch diese geistige Klarheit so ein bisschen nach, weil man irgendwie langsam müde wird, weil man vielleicht einen anstrengenden Tag hatte oder ähnliches. Und da sind wir eigentlich genau bei dem ersten Punkt, den ich mit dir besprechen möchte. Und zwar ist es wichtig, dass du überlegst, was es für Ursachen haben könnte, dass es zu diesen abendlichen Essensgedanken, Essensgelüsten oder ähnlichem kommt. Und das Erste, was dabei natürlich wichtig ist, sind die körperlichen Aspekte. Also kann es sein, dass du vielleicht nicht genug den Tag über gegessen hast oder dass du vielleicht nicht achtsam genug den Tag über gegessen hast, dann kann es einfach dein körperliches Bedürfnis nach Essen sein.
Denn dein Körper hat ein ganz natürliches Bedürfnis nach Essen, logischerweise. Und einerseits natürlich nach Essen, also im Sinne von, dass du genug Energie zu dir nehmen musst, dass du das zu dir nehmen musst, was dein Körper wirklich braucht und fordert. Und dann aber auch in dem Sinne, dass du genug genießen musst. Denn letztendlich sind es auch deine Sinne, die diese gewisse Essensbefriedigung benötigen. Und wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag über nur in Stress, nur in Hektik gegessen hast und dir tagsüber keine Zeit genommen hast, so richtig die Sättigung zu spüren, so richtig zufrieden zu werden bei deinen Mahlzeiten, dadurch, dass du sie achtsam genießt, dann kann es sein, dass du einfach so einen Zufriedenheitsmangel hast oder so einen Genussmangel hast am Abend und dein Körper sich das quasi einfach wiederholt und dir sagt, hey, jetzt werden wir noch eine Runde was naschen oder irgendwas essen, damit du diesen Genuss nochmal nachholen kannst. Ein weiterer Punkt kann natürlich sein, dass du nicht genug getrunken hast und dass dein Körper erstmal genug Wasser benötigt. Die meisten Menschen trinken viel zu wenig und ich kann dir immer nur wieder empfehlen, dass du dir wirklich tagsüber schon immer Trinken parat stellst, dass du dafür sorgst, dass du genug zu trinken da hast und wenn du zum Beispiel kein kaltes Wasser trinken magst, dass du dir zum Beispiel einen Tee machst oder ähnliches, also irgendwas Ungesüßtes, also du kannst natürlich gesüßte Getränke trinken, aber ich würde das nur machen bei körperlichem Hunger und es wie Nahrungsmittel betrachten quasi und deswegen ungesüßte Getränke quasi immer dem Körper zur Verfügung stellen und einfach mal ausprobieren, wie du deinem Körper genug Wasser irgendwie geben kannst, vermitteln kannst, anbieten kannst. Und was immer ganz gute Indizien sind dafür, dass man so ein bisschen ausgetrocknet ist, ist zum Beispiel, wenn deine Mundschleimhaut so ein bisschen trocken sich anfühlt. Oder auch, es kann sein, dass du dich schlechter konzentrieren kannst, dass du müde bist, dass du denkst, du hättest Hunger, weil Hunger und Durst sich ganz ähnlich anfühlen. Das heißt, Trinken ist immer ganz, ganz wichtig und du solltest dafür sorgen, deine Wasservorräte den Tag über und natürlich auch abends in der Situation genug zu füllen und genug vorrätig aufzufüllen. Was natürlich nicht heißt, dass du jetzt ausatmen musst beim Trinken, sondern wichtig ist auch dabei natürlich, mit deinem Körper in Verbindung zu stehen. Das heißt, einfach darauf zu achten, wie bekommt mir das, wie fühle ich mich damit. Und wenn du zum Beispiel viel zu viel jetzt trinkst, dann ist es natürlich auch nicht gesund. Und deswegen ist auch hier ein intuitives Trinkverhalten wichtig. Aber tendenziell muss man dem Körper immer mehr anbieten, als man braucht, damit man auf jeden Fall das sicherstellt. Und auch wenn du dann abends in der Situation selber bist, wo du tatsächlich jetzt diese Gedanken an Essen hast, Heißhunger hast oder ähnliches, dann ist es ganz wichtig, dass du da auch darauf achtest, genug zu trinken, weil häufig ist es so ein diffuses Hungergefühl, das eigentlich Durst ist, weil der Durst quasi sich anders ausdrückt. Und wenn du dann wirklich genug trinkst und du kannst ruhig am Abend nochmal wirklich dafür sorgen, zum Beispiel einen halben Liter warmen Tee dir zugutekommen zu lassen, das ist eh gut für dein System. Natürlich auch nur dann, wenn es sich gut anfühlt, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann einfach mal schaust, wie sich dann deine Bedürfnisse verändern, wenn du was getrunken hast. Ein weiterer Punkt, warum es gerade abends häufig dazu kommt, dass man Heißhunger und Essensgelüste hat, ist, dass wir den Tag über die ganze Zeit am Arbeiten sind, am Machen sind, am Stressen sind, die ganze Zeit in so einem reaktiven Modus sind, der uns irgendwie stresst und uns keine Auszeiten nehmen. Und dann ist es am Abend oft so, dass es quasi die erste Auszeit des Tages am Abend ist, du auf der Couch zusammenfällst und vollkommen erledigt bist und einfach deine ganze Psyche, dein ganzer Körper danach schreit, irgendeine Ablenkung zu bekommen, irgendwelche Belohnungen zu bekommen, irgendwas Positives zu bekommen, weil du dich einfach den Tag über nicht genug um deine Gefühlswelt und um deine körperliche Erholung und die Erholungszeiten zu kümmern. Das heißt, es ist auch wichtig, dass du tagsüber immer wieder schaust, wie kann ich mir Pausen für mich nehmen, wie kann ich zum Beispiel mal 5 Minuten einfach nehmen, um bewusst die Augen zu schließen und mich zu entspannen, einfach zu atmen, achtsam zu sein, vielleicht ein bisschen zu meditieren. Wenn du in meinem Programm bist, kannst du dir ein Audio anhören. Oder wie kann ich zum Beispiel ein Powernap einbauen? Wie kann ich mir wirklich Zeit für mich nehmen? Me-Time, in der ich mich entspannen kann, in der ich positive Energie tanke. Und dabei geht es auch nicht nur darum, dass man mal gar nichts macht. Das ist einerseits wichtig, mal gar nichts zu machen. Andererseits geht es auch darum, deine täglichen Herausforderungen richtig zu bewerten. Das heißt, deine Effektivität
und damit auch deine Zufriedenheit mit dem, was du den Tag über machst, die leidet extrem, wenn du die Tätigkeiten nicht in dem richtigen Licht siehst. Das heißt, wenn du sie nicht als positiv und sinnstiftend betrachtest, sondern wenn du sie als irgendwann nur noch als anstrengend siehst, weil du dich überarbeitest, weil du nicht so richtig mehr konzentriert bist, weil es dich einfach nur ermüdet und fertig macht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du die Tätigkeiten, die du machst, in dem richtigen Licht siehst, darin Sinn erkennst und das natürlich idealerweise mit Freude machst oder mit einem positiven Mindset machst, das dir Energie schenkt und nicht die Energie raubt. Und der dritte Punkt beim Stressmanagement ist, neben der Entspannung und neben der Neubewertung der Situation, ist der dritte Punkt in meinen Augen, dass du auch dafür sorgst, dass dein Körper genug Bewegung bekommt, um deinen Stress abbauen zu können. Das heißt, auch das ist natürlich präventiv und wenn du dich tagsüber genug bewegst, dann wird es dir dabei helfen, abends, wenn du aus Stress isst oder wenn du aus Entspannungswunsch isst, weniger Heißhunger und Essensgelüste zu haben. So, das sind also diese ganzen Dinge, die du schon präventiv machen kannst. Also einerseits, dass du tagsüber genug isst, dass du achtsam genug isst, dass du genug trinkst, dass du Stressmanagement betreibst, indem du einerseits Erholungszeiten einbaust, andererseits Neubewertungen einbaust und indem du dich genug bewegst den Tag über. Und jetzt kommen wir zu der Situation, wenn du wirklich am Abend da sitzt, da auf deinem Sofa bist und wirklich dieser Heißhunger kommt und vielleicht spürst du es auch schon, dass er kommt. Wenn du wirklich ganz extrem Heißhunger hast, dann ist es meistens aus körperlichen Gründen. Das heißt, dass du einfach zu wenig isst oder zu wenig gegessen hast den Tag über. Aber wenn der einfach so quengelig, nörglich am Abend kommt und einfach immer wieder diese Gedanken kommen, dann ist es wichtig, dass du in diesem Moment aktiv wirst. Und der eine Punkt, der dir helfen kann, ist das Wissen um den Pavlov-Hunger. Pavlov, das war ein russischer Forscher, der Experimente gemacht hat mit Hunden, wo er immer so eine Klingel geläutet hat, bevor er den Hunden Essen gegeben hat. Und er hat quasi die Hunde dazu erzogen, dass es irgendwann so war, dass er den Hunden gar kein Essen geben musste, sondern nur noch die Klingel läuten musste. Und die Hunde haben total den Speichelfluss entwickelt und wollten unbedingt was essen, weil sie einfach so konditioniert waren, dass die Klingel mit dem Essen in Verbindung steht. Und genauso kann es sein, dass gerade bei dir die abendliche Situation, zum Beispiel Fernseher, Sofa und Stress loslassen von der Arbeit, dass das einfach, dass da alle Klingeln läuten und alle Klingeln zu dir sagen, iss was, iss die Schokolade, iss die Gummibärchen, die Salzstangen, iss jetzt was. Und das eigentlich überhaupt gar nichts mit körperlichem Hunger zu tun hat. Und was dir da extrem helfen kann, ist, dass du diese Trigger, diese ganzen Auslösefaktoren, die quasi wie die Klingeln bei Pavlov wirken, dass du die umänderst und ausschaltest. Und das können entweder drastische Veränderungen sein, was in meinen Augen am effektivsten ist, oder es können kleine Veränderungen sein. Zu den kleinen Veränderungen zählt zum Beispiel, dass du dich, wenn du jetzt wirklich Fernsehen möchtest am Abend, dass du dich vielleicht an eine andere Stelle setzt oder dass du vielleicht was anderes nebenbei machst. Vielleicht willst du ein paar Dehnübungen nebenbei machen, deine Fingernägel lackieren oder dir irgendwas anderes Gutes tun. Und dann gibt es natürlich auch noch die drastischen Veränderungen, wo ich eher der Fan von bin, weil ich nicht so viel von Fernsehen halte, weil ich denke, dass es unser Unterbewusstsein häufig durch die ganze Werbung negativ beeinflusst. Und was da helfen kann, ist, dass du wirklich was komplett anderes mal machst am Abend. Also irgendwas anderes, was wirklich dir dabei hilft, dass du die Gefühle bekommst, die du brauchst, die dir helfen. Und aber nicht dazu führt, dass deine ganzen Glocken klingeln und du unbedingt was essen möchtest. Und was ich zum Beispiel super gerne abends mache, ist, dass ich nochmal rausgehe, spazieren gehe und dabei zum Beispiel mit meinen Eltern telefoniere. Oder was ich am Abend gerne mache, ist, dass ich nochmal den Tag Revue passieren lasse oder dass ich ein bisschen meditiere oder ähnliches. Und das sind einfach alles Dinge. Ich räume auch manchmal gerne abends noch ein bisschen auf und mache schön in der Wohnung mit schöner Musik. Das sind alles Dinge, wo ich keine Essensgelüste habe, weil es einfach positive Aktivitäten sind, die ich gar nicht mit Essen verknüpfe. Und ich kenne das zu gut, weil ich früher, gerade in meiner Jugend, habe ich jeden Abend Fernsehen geschaut und da war es einfach programmiert, dass ich unbedingt dabei was essen musste, unbedingt meine Süßigkeiten dabei essen musste und das habe ich dadurch komplett ablegen können. Und was halt echt ein super duper Tipp ist, ist die Liste der positiven Alternativen. Also, dass du dir am besten noch heute die Zeit nimmst und dir mindestens 20 Dinge, besser 50 Dinge aufschreibst, die du machen kannst für dich,
um dich gut zu fühlen, um dir was Gutes zu tun, die nichts mit Essen zu tun haben. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Das können natürlich Dinge sein, die Zeit in Anspruch nehmen, wenn du Zeit hast, zum Beispiel, dass du ein Bad nimmst, dass du Musik hörst und ja, wobei Musik eigentlich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, dass du ein Bad nimmst, dass du dir eine Massage gönnst, dass du ja vielleicht das Essen für den nächsten Tag schon mal vorbereitest. Vielleicht alles Dinge, die dir Spaß machen und die positiv sind. Vielleicht ist auch, dass du ein gutes Buch liest, was auch immer es ist, Dinge, die nichts mit Essen zu tun haben, die dich gut fühlen lassen. Und es können Dinge sein, die ganz schnell funktionieren. Also zum Beispiel, dass du dir einfach eine Minute auf deinem Timer einstellst und achtsam atmest. Oder dass du Witze im Internet durchliest. Oder dass du gute Musik anmachst und einfach einen Song lang tanzt. Das mache ich auch immer gerne, dass ich einfach ein gutes Lied anmache und einfach für das ganze Lied einfach gute Laune habe und tanze. Und da gibt es viele, 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 viele verschiedene Optionen und das ist einfach ein super Tipp von mir, dass du diese Dinge aufschreibst und dieses Aufschreiben ist einfach ein Prozess, der dir auch nochmal dabei hilft, dass du die Dinge auch wirklich dann parat hast, weil es hilft nicht so viel, wenn du es einfach nur überlegst, sondern es hilft dir viel, viel mehr, wenn du es direkt aufschreibst, weil dein Gehirn sich dann wirklich schon mal intensiv damit beschäftigt hat, weil du es natürlich nachlesen kannst und weil du die Dinge schneller griffbereit hast, wenn du dann auch in der Situation drin bist. Was dir natürlich immer extrem hilft, sind Mentalübungen, also Übungen, bei denen du dein Gehirn darauf programmierst, in der Situation Erfolg zu haben. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dir einmal diese Übung, eine kleine Übung dazu machen. Und alles, was du dafür machen musst, ist, dass du dich einfach bequem hinsetzt, wo auch immer du gerade bist. Und wenn du ja unterwegs bist, wenn du gerade einen Spaziergang machst, vielleicht hast du gerade Lust, dich auf eine Parkbank zu setzen. Vielleicht möchtest du es auch nebenbei die Übung machen und nachher nochmal wiederholen. Aber es hilft dir auf jeden Fall, wenn du dir jetzt Fokuszeit nimmst und am besten deine Augen schließt. Wenn du gerade Auto fährst, würde ich dir nicht empfehlen, auf keinen Fall die Augen zu schließen. Da musst du aufmerksam beim Fahren bleiben. Aber du kannst einfach versuchen, es so gut du kannst, auf dein Unterbewusstsein wirken zu lassen. Und alles, was du machen musst, ist, ja, meiner Stimme zu folgen. Und nimm einen bewussten Atemzug in deinen Bauchraum. Und lass beim Ausatmen alle Anspannung fallen. Und nimm noch einen bewussten Atemzug in deinen Bauchraum. Und beim Ausatmen lässt du alle Anspannung fallen. Und jetzt richte einmal deine ganze Aufmerksamkeit in deinen Kopf, in dein Gehirn. Dieses Wunderwerk an Nervenbahnen, das dir ermöglicht, neue Gewohnheiten aufzubauen. Wenn du es nur dir intensiv vorstellst und mit positiven Gefühlen verknüpfst. Und versuch mal dir vorzustellen, während du deine Aufmerksamkeit auf dein Gehirn lenkst, versuch dir vorzustellen, was da Geniales gerade passiert. Vielleicht siehst du so Blitze wie Nervenbahnen, die für deine Gedanken stehen. Ganz egal, wie du es dir vorstellst, kannst dich dabei einfach entspannen. Du kannst dabei einfach deine Füße entspannen, deine Beine, deinen Bauch, deine Arme und deine Hände. Sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, wie du dich selber siehst. Als die schönste und strahlendste Version deiner selbst. Und stell dir vor, wie gut du aussiehst. Schau dir mal jedes Detail an. Spüre das Strahlen, das von dir ausgeht. Wie ist die Körperhaltung? Wie ist der Blick? Wie gut sieht dieses Ich aus, während es die Dinge tut, die du in deinem Alltag tust? Und welche Leichtigkeit strahlt es dabei aus? Welche Freude strahlt es aus, während es vollkommen intuitiv mit seinem Körper in Verbindung steht? Und jetzt stell dir mal vor, wie dein Wohlfühl-Ich voller Leichtigkeit den Tag über achtsam ist, mit sich selbst in Verbindung steht.
wie es den Tag über genug trinkt, genug atmet, Pausen einbaut, Erholungszeit einbaut. Wie es die Situation so positiv bewertet, weil es voller Glück und Leichtigkeit ist. Und wie es sich bewegt, voller Leichtigkeit und Freude. Und jetzt stell dir vor, wie dein Wohlfühl-Ich am Abend voller Freude neue Alternativen ausprobiert. Voller Freude etwas wirklich Gutes für sich tut. Während die Gelüste einfach davonfliegen. Sehr gut. Und jetzt kannst du nochmal die ganze Situation zurückspulen an den Anfang. Und nochmal jetzt näher an dein Wohlfühl-Ich herantreten, das Wohlfühl-Ich näher heranholen in deiner Vorstellungskraft. Mach es ganz groß, hell und strahlend und spüre diese Ausstrahlung. Und stell dir vor, dass dein Wohlfühl-Ich jetzt mit dir verschmilzt, dass du zu deinem Wohlfühl-Ich wirst, während du hineintauchst in dieses Wohlfühl-Ich. Spüre dieses Strahlen und dieses besondere Gefühl, diese Leichtigkeit, die Freude, die positive Energie, während du dein Wohlfühl-Ich bist. Und während du das spürst, stell dir vor, wie du heute voller Leichtigkeit mit deinem Körper in Verbindung stehst, wie du voller Leichtigkeit tagsüber genug isst, tagsüber achtsam genug ist und es dir ganz leicht fällt, mit deinem Körper in Verbindung zu stehen. Wie du voller Leichtigkeit tagsüber dafür sorgst, dass du genug trinkst, voller Liebe zu dir selber und zu deinem Körper. Und stell dir vor, wie du dich ganz sicher und glücklich und frei dabei fühlst. Und weil du dich so sicher, glücklich und frei fühlst, du auch abends auf deine ganzen Ideen zugreifen kannst, wie du den Abend voller Sicherheit und voller Freude erleben kannst, mit deinem Strahlen verbunden. Und stell dir vor, wie gut es sich anfühlt, deine neuen Alternativen auszuprobieren. Immer Ideen parat zu haben, was du für dich tun kannst. Und stell dir vor, wie deine Abende erstrahlen, voller Harmonie, voller Vertrauen, Ruhe und Sicherheit. Weil du das kannst, weil du gut bist. Und stell dir jetzt einmal vor, wie all deine Essensgedanken am Abend, all der Heißhunger, all die Gelüste, wie sie davonfliegen, in weite Ferne, wie eine graue, kleine Wolke sich immer mehr auflösen und einfach verschwinden, frei. Du bist frei. Du kannst das. Sehr. Und wenn du soweit bist, dann nimm mal einen bewussten Atemzug durch deine Nase. Und beim Ausatmen kannst du deine Augen wieder öffnen. Willkommen im Hier und Jetzt. Eine kleine Gedankenreise mit Mareike. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Und ich weiß, dass du stark genug bist. Dass du liebevoll dir selbst gegenüber genug bist, um diese Situation für dich zu meistern. Und während der Mentalübung ist mir noch ein wichtiger Punkt gekommen, den ich unbedingt noch erwähnen möchte. Und zwar, wenn du abends wirklich Hunger hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du abends natürlich auch isst und dir erlaubst zu essen. Das heißt, wenn du körperlichen Hunger hast und sei es um 22 Uhr, dann solltest du auf jeden Fall etwas essen. Und dabei ist es umso wichtiger, deinen klaren Geisteszustand zu haben und mit deinem Körper in Verbindung zu stehen. Das heißt, auch in dieser Situation unterstützt dich die Mentalübung mit viel Sicherheit und viel Vertrauen, viel Selbstliebe, viel Leichtigkeit.
Und ja, ich fasse nochmal kurz die Punkte zusammen. Also erstens ist es wichtig, dass du tagsüber genug isst, achtsam genug isst, dass du genug trinkst, atmest, dich genug bewegst, dass du ja deine Pavlov-Konditionen umprogrammierst, indem du eine Liste der positiven Alternativen schreibst. Und wenn du weitere Infos auch zu diesem Thema haben möchtest und vertiefen möchtest, dann kannst du dir auch mein kostenloses E-Book herunterladen. Das heißt Gelüstelöser-E-Book, das ist komplett kostenlos und du findest es unter www.mareikeawe.de/gratis. Und wenn du dich bisher noch nicht angemeldet hast, dann solltest du dich unbedingt anmelden für diese Woche Samstag das Live-Seminar zum Thema Sommerwohlfühlgewicht. Und ich freue mich so sehr, wenn du mit dabei bist. Das findet am 28. April statt um 10 Uhr morgens und du solltest dich jetzt unbedingt anmelden, um wirklich ja all die Tipps und Tricks von mir zu bekommen und all die Übungen zu bekommen, die du brauchst für deinen Sommerwohlfühlgewicht. Und ich freue mich so sehr, dich in diesem Seminar zu begrüßen. Es wird live sein. Ich werde live aus Düsseldorf das Seminar halten. Und es richtet sich an alle Menschen, die bisher noch nicht in meinem Programm drin sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns, sehen uns spätestens Samstag und natürlich am Donnerstag auch noch in der Podcast-Folge von Donnerstag. Die Anmeldung zum Webinar kannst du einfach unter www.mareikeawe.de/sommer vornehmen. Und Mareike Awe in einem Wort.de und dann /Sommer, wie der Sommer. Und dort ja, solltest du dich unbedingt anmelden, auch wenn du nicht ganz sicher dabei sein kannst. Ich werde dir dann alle Infos zuschicken und nur wenn du angemeldet bist, kannst du wirklich deinen Platz sicherstellen. So, und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Mareike.